Heute war der Tag der Freiwilligen. Interessierte konnten dabei auch in der Steiermark hinter die Kulissen gemeinnütziger Organisationen und Projekte blicken. Geht es um die Freiwilligkeit, liegt die Steiermark im österreichweiten Spitzenfeld und daher hat der heutige Tag für die Organisationen eine wichtige Bedeutung. Dieser Tag hat für uns, also für das Rote Kreuz, einen besonders großen Wert oder eine sehr große Wertigkeit, da wir ja immerhin im Rettungsbezirk Bruck-Kapfenberg zum Beispiel über 500 ehrenamtliche, freiwillige Mitarbeiter haben, die hier zu unserem Tagwerk beitragen. Schaut man sich die Österreich-Statistik an, so hat die Steiermark, was die freiwilligen Leistungen betrifft, eine Vorreiterrolle in Österreich. 31% der Steirerinnen und Steirer leisten immerhin mehr als 4 Stunden pro Tag freiwillige Leistung. So ist es und wir sind von den Ehrenamtlichen abhängig. Das heißt, wir haben hauptberufliches Personal beim Roten Kreuz, bei uns im Rettungsbezirk, sowohl auch in den anderen Rettungsbezirken. Aber ohne Freiwillige würde dieses System, wie es wir in der Steiermark und auch in Österreich haben, das ja einzigartig ist in Europa, ohne diese Freiwilligen würden wir hier nicht diese Leistungen erbringen können. Freiwilligkeit wird immer wichtiger in unserer Gesellschaft und das ist eigentlich der Hintergrund, dass man einmal einen Tag so bündelt, wo man aufzeigt, was alles passiert und welche Möglichkeiten es gibt. So gibt es in Bruck auch eine Zeit- und Hilfsbörse mit Dutzenden Freiwilligen. Die Bedeutung ist eine große. Wir haben viele, viele gute Institutionen und Organisationen, aber es ist trotzdem immer wieder ein Lückenbereich vorhanden, wo die Nachbarschaftshilfe nicht ganz greifen kann. Und so springen wir ein. Wir sind im Bereich vom Kind, kann man sagen, lernunterstützend. Wir sind von Besuchsdiensten bis hin in den Hospizbereich unterwegs. Und wir sind mit rund 50 Ehrenamtlichen im Bruck an der Mur tätig. Informieren konnte man sich heute auch bei der Caritas, dem Roten Kreuz, der Diakonie, der Volkshilfe und Hilfswerk. Beteiligt war in der Steiermark auch noch die Lebenshilfe am heutigen Tag der Freiwilligen.